Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranded Deep. Mein Name ist Bolle und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass jetzt endlich der Sound wieder einigermaßen okay ist. So viel kann ich kurz vorab nochmal sagen. Vielen Dank und ja, sorry nochmal dafür, dass ihr das durchhalten musstet und durchgehalten habt. Es war jetzt ja nicht super dramatisch, aber zum Beispiel bei dem Gewitter, das war ja wirklich scheußlich. Ich muss einfach daraus lernen und in Zukunft ein bisschen häufiger die Aufnahmen kontrollieren. Ich habe jetzt auch ein bisschen was an den Grafikeinstellungen geändert. Man sieht, der Rasen ist wieder da. Seht ihr den Rasen? Das führt aber auch dazu, dass es gleich wieder ein bisschen kräuseliger wird. Aber ich habe wirklich einen richtig, richtig krassen Lifehack herausgefunden. Also, falls ihr selber PC-Zocker seid, ne? Es gibt ja viele, die über Konsole zocken. Guck mal, ist das nicht cool? Ach, unsere Joker-Allee. Allee, Allee, Allee. Joker, Allee, Allee. Wollen wir das gleich als erstes machen? Wollen wir rüber zu einer Insel Holz fällen und hier einfach diese zwei Dinger noch? Dass wir die haben? Warte mal, ich muss noch kurz gucken hier. Ja, stimmt ja. Freunde, ich war schon drüben in der anderen Insel. Ihr glaubt nicht, wie viele Testaufnahmen ich gemacht habe. Ich habe so viele Testaufnahmen gemacht. Und die eine, die habe ich dann einfach mal überspeichert, weil ich dachte, ne, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Schnauze voll. Ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, auch hier mal aufgefüllt. Wir waren, ohne euch war ich drüben bei einer Insel und habe aber dann nur die Yuccas geholt. Das war eine Folge, die ich eigentlich. Ja, hier genau. Und diese komische Frucht. Wollen wir die mal snacken? Komm. Wir brauchen Vitamine und die liefert ja auch ein bisschen Getränk, ne? Guck mal, jetzt sind wir bei 2,5. Es ist heiß, es ist schwitzig. Deswegen müssen wir auch ein bisschen an die Getränkeversorgung, an die Flüssigkeitsversorgung, an die Hydration unseres Körpers denken. Und deswegen snacken wir die jetzt mal weg. Lecker. Na, guck mal, immerhin eins. Oh, und relativ viel Essen. Eigentlich müssten wir auch so ein Bäumchen mal anpflanzen, ne? So ein Fruchtbaum. Können wir so ein Fruchtzwerg draus machen aus dem Fruchtbaum? Das wäre auch cool. Oh, Löffelfruchtzwerge. Oh, ich hab, glaube ich, mal wieder richtig Bock drauf. Wobei, ich hatte das, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal, dass ich gesagt habe, ach, ich würde gerne mal wieder ein Löffelfruchteis machen. Und ich hatte das so mega, mega geil in Erinnerung. Früher als Kind. Hä? Hä? Ach, da! Ja, logisch, ne? Da ist die Lichtquelle, hier ist der Schatten, also muss es da irgendwo dazwischen sein. Und es war letztendlich dann doch nicht ganz so geil. Aber man hat es vielleicht anders in Erinnerung. Trotzdem würde ich es jetzt gerne nochmal machen. Wir holen jetzt mal was zu trinken. Genau. Ich war halt ohne euch drüben und habe mir diese zwei, drei Sachen besorgt. Das hat einfach, wie gesagt, ganz einfach den Grund, dass ich echt ganz schön genervt war, weil einfach nichts lief. Und jetzt erzähle ich euch den Lifehack. Es ist wirklich, es ist noch voll. Perfekt. Dann können wir mal trinken. Jetzt erzähle ich euch auch gleich den Lifehack, weil einige von euch werden Konsolenspieler sein, einige von euch werden PC-Spieler sein. Und haltet euch fest, das, was ich euch jetzt sage, ich bin mir sicher, es wird mindestens eine Person unter euch geben, die da genauso lost ist wie ich und genau den gleichen Fehler schon mal gemacht hat. Aber es wird auch mindestens 500 Personen von euch geben, die sich jetzt gleich mit der flachen Hand vor die Stirn klatschen werden und sagen werden, Mensch, Bolle, wie verpeilt kann man eigentlich sein? Und ich muss euch sagen, damit habt ihr auch recht. Weil das Gleiche habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe mir nämlich auch mit der flachen Hand vor die Stirn geklatscht und habe mir gesagt, Mensch, Bolle, wie verpeilt kann ein einzelner Bolle eigentlich sein? Naja, ganz schön bollistisch verpeilt. Wir hatten ja die Probleme mit der Grafik. Es gibt ja auch das Problem bei Ark parallel, ne? Ich habe noch nicht getestet, ob es jetzt wieder geht, aber ich sag mal so, die Chancen sind um ein Vielfaches gestiegen, dass ich doch auch bald nun Ark aufnehmen kann. Ich meine, es hat ja mal geklappt, also muss es ja auch wieder funktionieren. Ja, und dann mit dem Sound und so, das ist auch jetzt besser, deutlich besser. Ich hoffe es einfach. Ich hab so viele Testaufnahmen gemacht, dass ich es jetzt einfach mal riskiere. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht mitten im Spiel wieder irgendwie einen Zusammenbruch gibt. Langfristig werde ich dann doch nochmal das Mikrofon komplett umbauen. Es ist ja, wie gesagt, jetzt nicht mehr direkt vor meinem Gesicht. Was man übrigens in dieser Folge nicht sehen wird, weil es ist einfach viel zu heiß. Und ich sitze hier und ich sitze hier und schwitze wie die Sau Waldi. Und das, nee. Nee, Freunde. Einfach nee. Ist auch viel zu hell hier im Zimmer. Die Sonne knallt hier rein. Es ist wirklich heiß. Ich habe 30 Grad Raumtemperatur. Oh, 30 Grad Raumtemperatur. Wir haben so eine Aloe Vera Creme im Badezimmer. Habe ich schon
ausgetrunken. Das soll ja helfen, ne? Lichtschutzfaktor ist bei uns noch voll hier. Ja, und wie voll machen wir es denn halb? Oh, meine Wasserversorgung im Garten ist auch drastisch zurückgegangen. Ich habe mir so eine fette 1000-Liter-Tonne mal besorgt gehabt. Wisst ihr ja, ne? Die fleißigen Zuschauer, die von Anfang an dabei waren, die wissen das. Die wissen um die Wassertonnenproblematik, die wir hier auch lange, lange Zeit hatten. Oh, Gyrokopter müssen wir auch bauen. Ach, ist das schön. Nun ja, kommen wir jetzt mal auf den Punkt, oder? Was sagt er? Wir können noch mal die Jokers ernten. Ich habe dann zuletzt mit dem neuen Monitor ja noch das Problem bekommen, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ab und an ich auch noch einen Blackscreen hatte. Also mein Monitor ist immer ausgegangen und ich dachte, ich krieg die Krise. Nämlich Gebrauch gekauft. Aber trotzdem war er nicht ganz günstig und ich habe die Krise bekommen. Ich dachte, ist der Monitor kaputt, aber es konnte eigentlich nicht sein. Hä, haben wir die Yuccas geerntet? Anscheinend haben wir die Yuccas geerntet. Okay, die ernten wir nicht. Wir wollen jetzt gleich mal die Allee hier feiern und zelebrieren. Gehen wir nochmal ein bisschen die Abendsonne oben auf dem Ausguck genießen. Na, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, Mensch, guckst du doch mal nach dem Grafikkartentreiber. Siehe da, der war von Dezember 2020. Wir haben aber mittlerweile Juni 2021. Ah, Freunde, es war einfach nur der verdammte Grafikkartentreiber. Das kann man keinem erzählen und deswegen würde ich euch auch wirklich bitten, dass ihr es selber auch keinem erzählt, ne? Dass das nicht alle mitbekommen. Also, denkt dran, ne? Ich dachte, der Grafikkartentreiber wäre automatisch, dass er sich so aktualisiert und so. Ist aber nicht so. Dem ist halt nicht so. So Programm, das macht das für die meisten Sachen automatisch, aber anscheinend nicht für einen Grafikkartentreiber. Also muss ich das selber machen. Na gut, na gut. Es ist, wie es ist, da kannst du nichts machen, kannst du nichts ändern und so weiter und so fort. Den Spruch kennen wir auch zu Genüge. Wir füllen jetzt hier noch einmal auf und dann bauen wir den Gyrokopter, beziehungsweise wir gucken mal, was wir für Gyrokopterteile haben. Oh, ich würde jetzt auch gern. Ist bestimmt richtig angenehm kühl. Was sagt die Uhr? Nichts. Wo ist denn die Temperatur? Wie, steht hier keine Temperatur? Hä? Gab es nicht früher mal eine Temperatur hier? 19. Juli? Gestern hatten wir den 19. Juni. Crazy, ne? Gucken, wann die Folge rauskommt. Wahrscheinlich ist dann der 19. Juli. Nein, 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 die Folge kommt jetzt bald raus. Es gab jetzt am Wochenende ein bisschen Gewitter. Es hat ein bisschen abgekühlt. Deswegen wage ich es mal wieder hier wieder aufzunehmen. Ich wage es mal wieder mit der Aufnahme, es aufzunehmen. In doppelter Hinsicht riskant. Erstmal wegen den Audioproblemen, die allseits bekannt sein müssten mittlerweile. Und dann natürlich wegen der Hitze. Was brauchen wir denn? Wir brauchen das Ding. Sieht doch gut aus, oder? Sieht doch sehr gut aus. Das können wir locker machen. Dann bauen wir erstmal dieses Teil. Dafür brauchen wir ein so ein Dingenskirchens. Ein Gyrokopter-Element. Oh, können ja 100 bauen. Sorry an die ganzen Leute, die das schon vor 100 Folgen geschrieben haben, dass wir einfach einen neuen bauen sollen. Ja, easy peasy. Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Manche Sachen brauchen einfach Zeit. Gut Ding will Weile und so, ne? Komm, wir gehen jetzt mal hier hoch. Ging das hier? Ne, hier ging das, ne? Ja. Ach, hier oben kann ich ihn nicht drauf bauen. Er ist ja wieder ganz großes Kino. Dann bauen wir ihn halt hier. Zack. Gyrokopter, Gyrokopter. Guck mal, das wird der Folgentitel. Gyrokopter im Rohbau. Freuen sich die Leute wieder, die da draufklicken und dann erstmal 9 Minuten lang Bollegelaber hören müssen, bis es dann losgeht. Aber es ist mir egal, weil das ist einfach das Ding. Warte, wie geht ein Screenshot? Windows und Druck, ne? Ja. Naja, Freunde, also aktualisiert bitte alle auch mal euren Grafikkartentreiber. Ich bin mir sicher, es gibt jemanden von euch, der auch nicht den aktuellsten Treiber installiert hat. Ne? Würde natürlich niemals zugeben, ist klar. Aber ich weiß das. Ich kann nämlich durch dich durch, also durch YouTube durch, in deinen PC reingucken. Und ich sehe das dann. Also kannst du dich vor mir nicht verstecken. So, sitz drauf. Was brauchen wir als nächstes? Och, schön, wenn man so ein paar Teile hat. Sowas. Wir haben eine Treibstoffeinheit. Die haben wir. Dann brauchen wir so eine Einheit. Haben wir? Oh, wir können ja auch einen richtigen Flugpark bauen, oder? Kein Platz im Inventar. Nerv nicht rum. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Spielchen, Freunde. So.
Hä, ist das neu gewesen? Guck mal, die Animation, dass wenn ich was werfe, dass er dann so aus dieser Zielposition wieder rausgeht. So langsam? Oder war das schon immer so? Das weiß ich gerade nicht. Ich habe auch echt lange jetzt nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Das fehlt mir auch total. Eigentlich müsste ich mir einen Wecker stellen um 4 Uhr morgens, wenn es hier schön kühl ist, zocken. Aber ich dachte, jetzt eine Folge, komm, eine Folge, da muss ich mich jetzt mal durchquälen, weil es soll weitergehen. Wir wollen weitermachen. Und da kann man nicht die ganze Zeit nur sich auf irgendwelche Hitzeausreden ausruhen. So, jetzt brauchen wir noch die Batterie, die war hier irgendwo, ne? Ah ja. Die Batterie, die Batterie. Schnellherstellung. Die Batterie, so. Ah, hier. Zack. Und jetzt brauchen wir noch das letzte Bauteil. Nochmal eine Batterie und so ein Teil. Ey, wir können ja wirklich noch unendlich viele bauen. Also unendlich viele vielleicht nicht. Aber nahezu. Guck mal, das und das. Und schon ist der Gyrokopter fertig. Das war ja wirklich ein. Das ist ja wirkliche Träumchen, Freunde. Das ist ja Träumchen, ist das, meine Freunde. Machen wir gleich nochmal einen zweiten Screenshot, ne? Gleich nochmal einen zweiten Screenshot. Zack. Vorher, nachher, meine Freunde. So sieht's nämlich aus. Wo sind denn jetzt unsere ganzen Benzinkanister? Benzinkanister. Ja, auf jeden Fall sollte es ja auch ein bisschen kühler werden die nächste Zeit. Und das freut mich sehr. Weil dann werde ich es doch nochmal aufnehmen mit den Aufnahmen. Ich werde dann nochmal schauen, dass ich dann vielleicht mir nochmal ein bisschen Zeit reserviere und dann, ja, gucken wir, dass der Rest auch noch klappt. Ne? Dann gibt es bald wieder mehr Videos hier. Ist das nicht schön? Was will ich denn eigentlich gerade hier? Was wollte ich denn holen? Ah, Benzin. 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 Wie war das? Von Rammstein? Geht das nicht irgendwie so? Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen. Willst du es nie wiedersehen, lass es brennen in Benzin. Oh, ich muss mal wieder Rammstein hören. Ist ja ehrlich gesagt nicht so ganz meine Musik, aber ist schon geil. Wir hatten mal in der Schule so einen Aufführungstanz. Hier kommt die Sonne von Rammstein. Mussten wir in der Grundschule aufführen. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Bla 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 bla. Ne? Ihr kennt es vielleicht, vielleicht auch nicht. Da ist die Sonne. Ne? Ich habe übrigens mich damals schon gefragt, ich war schon damals ein Superbrain in der Schule, ob das wirklich stimmt, ob sie wirklich der hellste Stern von allen ist. Weil ja, die Sonne ist ein Stern, das ist mir auch klar. Aber die ist halt einfach nur ein bisschen näher dran. Dieser Sonnenstern ist näher dran als andere. Deswegen würde ich nicht sagen, dass er unbedingt der hellste ist. Und das hat mich schon damals massiv gestört an dieser Aussage. Natürlich gibt es mit Sicherheit Sterne, die heller sind. Aber es geht halt nur um den Betrachtungs-, also um unsere Perspektive. Ne? Aus unserer Perspektive hier ist es der hellste Stern von allen. Aber man kann doch nicht so eine generale Aussage treffen, dass sie generell der hellste Stern von allen ist. Das ist doch schlichtweg falsch. Das ist doch, da müsste man doch noch ergänzen. Da müsste man doch noch ergänzen. So. Das kann man doch nicht einfach so stehen lassen. Die Kinder glauben das dann. Die nehmen das dann für voll. Für bare Münze. Wo kommt eigentlich dieser Spruch her? Etwas für bare Münze nehmen? Nur Bares ist Wahres? Aber Wahres ist doch eigentlich ein Charakter auf Game of Thrones. Also verstehe ich auch nicht, warum nur Bares Wahres ist. Da heißt doch Wahres und nicht Bares. Das verstehe ich jetzt nicht, Freunde. Ach, die Hitze schlägt mir auf den Kopf, glaube ich. So. Schön wieder in die Pille rein. Zack. Hä? Dich auch in die Pille rein, Freundchen. Ab in die Pille mit dir. So. Jetzt schön das Feuer anmachen. Lalalala. Lalalala. Denn wer fliegen will, der muss auch Benzin herstellen. Ja, auf jeden Fall bei dieser Schulvorstellung war es auch ungefähr so warm wie jetzt hier gerade aktuell, um die 530 Grad. Und es war in der Turmhalle. Und das Tolle war, dass wir als Roboter verkleidet um die Sonne getanzt haben. Wer sich das ausgedacht hat, na, Grundschullehrer halt, ne? Was willst du da noch zu sagen? Ab geht er, der Peter. Oh, geil, endlich wieder fliegen. Oh, das ist ja nice. Das freut mich richtig.
Auf jeden Fall war das super heiß, weil wir hatten so Kartons als Roboterhülle um uns herum. Und können wir mal nach dem Hai schauen hier. Und das Problem an der ganzen Geschichte war ganz einfach, dass die noch mit so Rettungsfolie umpackt waren. Ne? Also das hier waren so unsere Kartons hier, so eckig halt, wie ein Karton halt so ist. Wobei es auch runde Kartons gibt, aber das zählt für mich nicht. Der einzig wahre Karton ist eckig. Ne? Das ist das einzig wahre, so wie war es. Auf jeden Fall war der da mit dieser Folie, wie heißt das, Rettungsfolie, die so auf der einen Seite Silber, auf der anderen Gold ist, so umpackt. Ey, und dann hatten wir noch so Staubsaugerschläuche irgendwie, die das verbunden haben. Das sah schon futuristisch. Du Opfer. Okay. Ich lass mich irgendwie zu leicht ablenken, ne? Von so einer dahergeflogenen Möwe. Wir müssen unseren Speer wiederholen. Boah, ich freue mich, dass wir wieder fliegen können. Richtig, richtig gut. Aber unseren zweiten Gyrokopter müssen wir trotzdem noch holen. Weil ich nämlich dann doch recht gern den wieder hätte. Hallo? Hallo? Hä? Bin ich jetzt blöde oder was? Ja, war super heiß. Auf jeden Fall war das meine erste Erfahrung mit Rammstein damals. Hä? Ist jetzt unser verbesserter Speer weg? Die will mich doch verarschen. Wieso ist denn das? Wer hat denn jetzt gesehen, was jetzt passiert ist? Wir haben doch von da oben geschossen. Ist jetzt in den Stein reingeflogen oder was? Oh nee. Das ist ja ein teures Jagdvergnügen hier. Das ist Karma. Bad Karma, ne? Naja, was willst du machen? Wie, jetzt kann ich hier noch nicht mal mit der Jukka interagieren, oder was? Was ist denn los hier heute, Freunde? Wir ernten nochmal die Jukkas. Und, ja, jetzt haben wir wieder einen Gyrokopter. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut ist das. Sehr, sehr Gyrokopter gut. Und mit dem können wir dann in der nächsten Folge, schätze ich mal. Habe ich hier gerade ein echtes Schwein gehört? Das war wahrscheinlich Klein Waldi, ne? Guck mal, das ist auch so ein... Das ist kein Rammstein, das ist ein Ramschstein. Der liegt hier einfach so rum in der Ecke wie Ramsch. Und deswegen ist es ein Ramschstein. Stell dir mal vor, die hätten einfach sich damals Ramschstein genannt. Rammstein ist doch der Name der Band, ne? Nicht der Name von dem Sänger. Verbindet das ja immer mit ihm. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube, ich werde mir gleich erstmal ein bisschen Benzin von Rammstein anhören. Oh, nice. Das mache ich jetzt. Ja, das mache ich jetzt, Freunde. Und deswegen gehe ich jetzt speichern, weil ich kann diesen Verlust von diesem Speer nicht mehr länger ertragen. Das hat mir doch sehr ins Gemüt geschlagen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ich muss gar nicht in die Kamera gucken, die ist ja gar nicht an. Ich hoffe, dass es fortan endlich wieder flüssig läuft und funktioniert und wir jetzt wieder richtig Gas geben können. Denn wir müssen noch die letzten zwei Endbosse besiegen. Wir müssen endlich einen Steg bauen für unser Floß. Wir müssen mit dem Gyrokopter umherfliegen. Wir müssen auch noch irgendwas aus Stein bauen. Das haben wir fest vorgenommen. Wir müssen noch einen geheimen Ort in irgendeinem Frachter finden. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, dass es wohl in dem Frachter irgendwie noch einen Raum gibt, den wir irgendwie übersehen haben. Keine Ahnung. Wir müssen den Flugzeugträger... Ach, den können wir auf dieser Welt nicht finden, aber das könnte man dann ja irgendwie mal als Bonus irgendwann machen. Aber wir müssen auf jeden Fall die Endbosse besiegen und das Flugzeug bauen. Das ist das, was wir als nächstes machen müssen. Und deswegen haben wir jetzt diese Vorbereitung getroffen. Jetzt können wir wieder viele verbesserte Speere bauen. Und dann geht es auch bald schon in die nächsten Fights. Jetzt geht langsam, glaube ich, die Sonne unter. Ein perfekter... Ach, 12 Uhr überhaupt nicht. Also ich werde mir jetzt erstmal ein schönes Eis reinzimmern. Mach das auch. Bleibt schön flüssig. Also finanziell sowie aber auch hydrationstechnisch, trinkt genug, fallt mir nicht vom Stuhle und bis zur nächsten Folge, macht's gut, euer Bolle, ciao, ciao.